Ja, Hallo, du hast dich gemutet? Zu Recht! Ja, was war los? Ich hab hier so eine Taste zum Muten. Kennst du die noch nicht? Weg, Junge. Kennst du meine Mute-Taste noch nicht? Ja. Hast du noch nie mit mir Ark gespielt, ne? Was ist Ark? Das ist ein super Spiel, sollst du dir mal angucken. Ist so ähnlich wie Minecraft. Ich guck nur Minecraft, sorry. Ja, okay, ist kein Problem. Kennst du Minecraft, Junge? Nee, was ist denn das? Hab ich noch nie gehört. Ich hab gehört, das ist ein richtig geiles Spiel. Ich hab gehört, das ist jetzt richtig im Kommen, ne? Da sollte ich auch mal Videos drüber machen. Demnächst geht's richtig los. Geht richtig durch die Decke. Ich habe gehört, die ist noch relativ frisch. Die wollen auch direkt demnächst was reinpatchen, wo du dann auch ihr Betten und so bauen kannst, ne? Echt? Hab ich gehört. Jetzt schon? Ja, Mann, Alter, das Update, das wird riesig. Ich glaube, die brauchen immer lange für Updates, die sind ein bisschen doof. Ja. Ich weiß nicht, wie viel lange war das, hat das Update gedauert? 8 Jahre? 7 Jahre? Ist ja nicht schlimm, aber das Spiel... Modder braucht eine Woche. Großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Ist ja wie, als wenn du bei Pokémon Go keine Poké-Center hättest oder so. Das wäre ja Schwachsinn. Gott sei Dank gibt's da welche, ne? Ja, natürlich. Gibt's ich verbringe Stunden in den Poké-Centern. Ja, das ist auch der beste Teil des Spiels. Setz mich dann einfach mal rein in den Poké-Center. Was mir auch immer am meisten Spaß macht, ist diese umfangreichen und sehr abwechslungsreichen Kämpfe in Arenas und so. Da muss man immer direkt so nachdenken, wie geht man vor. Ja, und ich finde immer die Quizze davor und die Rätsel, die genau, du lösen genau, musst. Ja, finde ich super. Das nervt ein bisschen, aber ja, ich finde es eigentlich ganz aber super. Aber es gehört dazu. Es gehört einfach dazu zu Pokémon Go. Es ist super, super schön. Ja. Aber hier schreibt gerade einer, seht es positiv, habt euer Hobby zum Beruf gemacht und geile Community eure Videos feiern. Das ist wahr. Das ist wahr. Also ich mache ja momentan das, worauf ich Bock habe. Und das läuft zwar nicht so geschmeidig wie bei dir jetzt, dass ich da wirklich mir schon Brötchen von kaufen kann, aber ich habe Geduld. Zwei Brötchen davon kaufen. Boah, Junge, bei dir läuft das heute diesen Monat richtig gut, wa? Wohnst du eigentlich daheim, so wenn man fragen darf? Oder sagst du das nicht im Stream jetzt hier? Ich wohne bei meinen Eltern, meinst du? Naja, ob du noch bei deiner eigene Wohnung hast, oder? Ja, ich hätte sehr, sehr gerne eine eigene Wohnung, aber das ist momentan noch nicht finanziell möglich, ne? Verdammt. Mach dir Patreon, Junge. Patreon. Macht doch jetzt jeder. Ja, okay, ich mach ja schon. Du musst mehr Mainstream sein. Ja, ich muss mehr, ich glaube, dieses Minecraft, das klingt ganz interessant. Ich glaube, das mache ich. Ja. Ich erfinde dann so neue Formate wie, ich lade dich dann ein und noch 20 andere und dann kämpfen wir gegeneinander. Ich bin dafür, dass du einfach öfter streamst und unten dann immer das Donation-Goal einblendest. Dann ja, das muss ich auch noch. Das habe ich immer vergessen. 600 Euro ist Ziel, am Tag. damit du die Miete leisten kannst. 600 Euro im Tag. Ja. Für dein Apartment. Du hast eine Villa gekauft, die muss man abbezahlen. Ich habe letztens tatsächlich einen Streamer gefunden. Ich glaube, der hat so einen Fake-Pokémon-Go-Scheiß gemacht. Ne? Diese absolute GPS-Fake-Scheiße. Die jetzt mittlerweile alle gebannt werden. Ja. Und der Typ hat ein Donation-Goal von 1 Million Euro oder 500.000. Der möchte sich gerne ein Golfkart kaufen, das im Pokémon-Style anmalen und das so aufrüsten, dass er damit unterwegs streamen kann. Alter, was ist los mit den Leuten? Ey, was? Ja, und ich glaube, der hatte schon irgendwie 300.000 oder so. Nee, nicht 300. Nee, wie viel hatte der nochmal? Der hat auf jeden Fall schon über mehrere tausend Euro. Lol. Dino-Zug, Alter. Dino-Zug ist Bay. Was? Geh auf seine Rocket? Hä? Was? Von Martool? Wer ist Martool? Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich soll auf Wer die Rocket das? Von Martool und ich glaube, das ist irgendeine perverse Anspielung, dass ich auf seinen Penis mich draufsetzen soll, aber so mit mir nicht. Mit mir nicht, aber ich glaube, Martul, der war dahinter irgendwo, ne? Ich nehme jetzt aber erstmal hier die Flugpunkte mit, damit wir hier mal auch... Junge, endlich bist du mal vernünftig, ja? Ich bin es. Vernünftige. So, kann ich von hier aus irgendwie noch... Nee. Okay, dann würde ich Martul gerne in Anspruch nehmen, auch wenn er seinen Penis meint. Hier, Martul, muss ich... Ich lade den mal ein. Oder gib mir mal Krone, bitte. Alter Junge... Willst immer nur, ne? Gib mal Joss. Ja. Gib mal hier. Ja, aber ich glaube, der ist in der Gruppe. Ich hab dir ein Lied gegeben, übrigens. Dankeschön. Das finde ich sehr nett.
Die können sich unsere Gruppe nicht. Ich glaube, er muss in die Gruppe. Ja, das weiß ich. Ah, jetzt hat er's. Einladen. So. Einlagen? Einlagen. Slip auch. So. Der Martul bringt mich jetzt. Bring mich bitte zu den Flugpunkten. Danke, Herz. Du hast vergessen, du Amen. Du Amen? Ja, okay. Du Amen. Du Amen. Du Amen. So. Ja, magst du eigentlich Arme so? Also nicht arme Personen, sondern Arme. Magst du eigentlich Arme? Nee, also ich bin jemand, der gibt sich mit solchen Menschen nicht ab. Ich meine, den Körperteil, Junge. Arme finde ich super. Ich bin eher so der Bein-Fan, oder? Also, ob du jetzt fragst, ob ich ein... Also, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Arme mag oder ein Arm-Fan bin, ne? Also, ich bin jetzt, ich bin jetzt jemand, der ist ein Arm-Sympathisant, aber ich würde jetzt nicht mich als Fan bezeichnen, weil, wobei eigentlich schon, ohne Arme, dann, was wären wir ohne Arme? Ich esse auch mit meinen Armen. Da hängen meine Hände dran. Man so Let's Plays machen, weißt du? Ja, eben. Ich meine, man könnte auch ohne, aber... Wenn ich entscheiden müsste, um jemanden zu retten, ich müsste irgendwelche Körperteile verlieren, würde ich direkt sagen, Beine weg. Boah, Alter, die Frage, ne, das ist, das hat man sich in der Schule immer so gestellt, ne, würdest du lieber deine Beine oder deine Arme verlieren, was halt, wie sagt man, das ist, unlogisch, ja, natürlich, wo fliegt der hin? Das Ding ist halt einfach, weißt du, du nimmst dann auf jeden Fall die Beine, und du hast noch richtig Jackpot, du wirst rumgefahren, kannst zocken, Junge, ey. Alter, du bist... Oh. Du musst halt immer positiv denken. Ja, natürlich, aber du bist schon ein bisschen sehr... Ein Ponyhof. Du bist so bescheuert. Ja, also wie gesagt, ich bin arm... Ja, hab ich dich. Ich bin arm Sympathisant. Okay. Würde mich aber tatsächlich auch für die Arme entscheiden in der Frage, auch wenn die Frage... Ja, ein bisschen zu hinterfragen, also fragwürdig. Ne? Fragwürdige Frage. Ist egal. Oh, ich muss das Spiel noch ändern. Ja, das ist richtig. Warte. Hast du das immer noch nicht? Die Leute kommen hier rein, denken, was ist das für ein Pokémon? Ja, das Pokémon Go. Nee, World of Pokémon ist das. Boah, ich rede nur noch Scheiße. Ich brauche was zu essen. Die Welt ist elefantastisch. Elefantastisch? Was singst du da die ganze Zeit? Junge, das ist hin. Das ist hin. Es ist fantastisch. Was macht der Junge? Ich will nicht nach Westfall. Wir müssen nach Beutebucht. Digi. Ich zum Beispiel, Digga, mag gerne essen. Ab und zu mag ich auch mal gerne essen. Das ist kommt auf die Situation an. Ein paar Menschen, die mögen das nicht so. Ja, die sind aber für mich sind die Abschaum. Das ist also Das ist für mich Abfall. Menschen, Leute, die kein Essen mögen. Ey, die sind nicht normal, oder? Gibt ja auch so Leute, die trinken manchmal. Nee, das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich fühle deine Sendung mit edlem Panorama. Ja, also manche übertreiben es dann auch. Die trinken dann manchmal auch zweimal. Aber... würde ich das in der Öffentlichkeit sehen, würde ich denen das aus der Hand schlagen. Ich würde die umschubsen. Und dann würde ich die noch treten. Einfach. Letztens habe ich das auch gesehen. Und, ne, ich bin gerade schön... in der Stadt gefahren, ich sehe das und direkt erstmal mit dem Auto zack rübergefahren. Ja, drüber, einfach drüber. Alter, der hat einfach die Flasche aufgemacht und einen Schluck genommen, da war vorbei. Da bin ich einfach ausgerastet. Ich kann mich da einfach nicht mehr beherrschen. Ja. Hat die Polizei auch verstanden, hat nur genickt und gesagt, ja, ne? Ist halt so. Ja, ist halt so. Selber schuld, vertrinken sie auch. Oh Gott. Da haben wir dann auch noch Schmerzensgeld bezahlen müssen. Für die Augen, ne? Den Schaden im Whiskey bist du nie wieder los. Mein Leben lang muss doch mir das Geld zahlen. Das ist ein psychischer Schaden. Ich kann nicht mehr damit umgehen. Oh Gott, ist das dumm. Okay. So viel dazu. Ich liebe unsere intensiven Gespräche. Es ist immer. Also, ich finde, wir könnten über Gott reden. Wir sind die Elo. Das ist halt so. Ja. Und jetzt auch noch in WoW, ey. Erst LOL, dann Minecraft, jetzt WoW. Die Elo, die zieht einfach komplett alle ab. Das ist einfach. Ist halt einfach krass, eigentlich, was hier so abgeht. Ist beängstigend. Ich hab oft Angst vor mir selber. Ja. Er rastet aus, er spürt die Elo. Er spürt die Elo in sich. Spürst du die Elo in dir, die dich weitertreibt? Ach, ist das schön. Ey, mein Auge tat gerade wieder. Was soll denn das? Ich weiß auch nicht. Er hat wieder einer getrunken in deiner Nähe.
Nee, der Hund bellt nur. Das ist auch manchmal. Das sind so die Schwingungen, die in das Auge gehen. Okay. Durch die Hundebellenschwingung. So, vielen Dank an Martul, der mich hier so fröhlich durch die Gegend geflogen hat. Ich komme jetzt endlich. Richtig, richtig sozialer Boy. Einmal bitte ein Respektdaumen an dich. Respektdaumen. Bist du mittlerweile hier oder was? Ich bin jetzt in Beutebucht. Wir können jetzt aufs Schiff gehen. Nach wann? Wie lange? Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, glaube ich. Da ist das Schiff. Komm aufs Schiff. Nein. Hinter. Junge. Obwohl, nee, es ist gerade da, ne? Okay, ich bin auf dem Schiff. Ich eile, ich eile. Alter, was ist denn da los? Was? Wir wollen alle Action machen. Wirklich? Alter, das sind alles, hier, Dämonenjäger, Mann. Nur ein paar, ein bisschen voll. Ja, mussten wir die nächste Fähre nehmen. Das ist ja von der Horde ist vorhin abgestürzt, deswegen sind jetzt alle hier. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin hier oben. Ich bin der mit dem Elch. Ich bin der mit dem Wolf. Ich ist eine singende Sonnenblume. Eine bar. Wollt ihr alle Invasion? Wollt ihr alle Invasion? Nee, nach Ikea. Ein paar Köttis essen. Ja, man, Köttis, Alter, wie das klingt, als wenn du Köpel ähnlich reinschiebst. Aber ich mein Köttbullar, Junge. Ja, ja, natürlich, das weiß ich schon, aber ich würde die nie im Leben. Weißt du, Köti nennen. Ikea ist so eine Sache, da geht man echt zu. Köttbullar essen ist so Highlight, oder? Ja, das ist auch das Einzige, warum ich da hingehe. Ja. Regelmäßig. Warum auch sonst? Ja. Wegen den qualitativ hochwertigen Möbeln? Nein. So ein Schwachsinn, Mann. Köttis, das Wahre. Alter, Köttis, das muss ich mir merken. Dann gehe ich da hin und sag, Leute, ich brauche meine Köttis. Haut drauf dir auf den Teller. Wie wenig sind das denn? Was kriegst du denn noch? Das reicht aber. Mehr Köttis. Ich brauche echt dringend meine Köttis, Alter. Ich bin gerade ein bisschen am krepieren innerlich. Am Kötteln, ja. Du köttest innerlich. Ich kötte in mich rein. Ja, das mache ich auch ab und an. Ist am Kötten? Nice. Ich bin jeden Tag am Kötten, Mann. Ich muss kötten. Es ist menschlich. Es ist menschlich. Du bist schon da? Ich bin schon da, ja. Verteidigungs Wegekreuz, Phase 1. Oh, wir sind ja sogar ganz pünktlich. So, hier und los. Wo müssen wir hin? Komm. Da vorne. Nee, Phase 1, verteidigt das Wegkreuz. Oh, Alter, da oben fliegt's einfach. Wo? Oh, ich seh's nicht. Guck nach oben! Ist hier nur. Heute ist ein scheiß Wetter hier, oder? Ja, irgendwie. Der Himmel sieht aus wie. Keine Ahnung. Do it. LOL! Wollen wir nicht wieder nach Hause, Eckart? Willkommen an der herzlichen Löwenkinder, Spongo. Thomas Magnum hat subscribed gerade. Vielen Dank. Für pass die auf, Subscribierung. Pass auf, ne? Das ist ein Wolf. Fuck! Ja. Das ist ein Tiger, glaube ich. Oder ein Gepard. Nee, ist ein Gepard. Ich glaube, das Wegkreuz wird ohne uns verteidigt. Kann es sein? Nein, die brauchen uns. Ja, wartet auf uns! Die sind schon richtig am Verzweifeln. Denn die warten, denken sich so, wenn jetzt. Todesjitter. Und Senfstulle, Mann. Die retten den Tag. Darauf warten die doch. Ja, Mann, Alter, das sieht doch richtig cool aus. Ja, wieder die Sachen im Router flattern, ne? Ja, der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Könnten wir jetzt fliegen, das wäre so der Hammer. Da könnten wir reinfliegen, ne? Ja, aber jetzt müssen wir da rein stürmen, so wie echte Krieger. Die Frage ist, ob das ein Portal ist oder ist das ein Auge? Würden wir dem Auge wehtun, wenn wir da reinfliegen? Das ist ein Portal, was aus dem Schiff kommt. Oh. So, jetzt wird geballert. Ist wahrscheinlich alle Level 1000 oder so. Komm, ich schreibe mal für die Allianz, okay? Hä, wie hast du das gemacht? Mit Slash für die Allianz. Zusammengeschrieben. Oh, das war ja geschmeidig. Für die Allianz. Ah, die sind ja echt auf unserem Level, ist ja cool. Ja, ne? So, wo geht's hier weiter? Da vorne. Da! Leutnant Grezog, ich hab's dir mal gewusst! Oh, Leute, warum ist jetzt hier Leist... Schwachsinn. Wo bist du, Junge? Wo bist du? Ich mach den Leutnant kaputt. Lieutenant! So, Phase 2. Bezwingt den Dämonenkommandanten. Wo ist er denn? Junge, jetzt geht's los. Alter, das ist ja richtig die Party hier. Gragorok! Ich tanke, ja. Tank mal bitte. Und der ist jetzt bei allen. Oh, jetzt hab ich gespuckt. Der ist jetzt bei allen anderes Level, ja? Ja, jeder, das ist angepasst auf dein Level immer. Ist ja krass, ey. Gott sei Dank haben die uns. Alter, ich hab 8 EP gekriegt, ey. Ich bin so froh, dass ich hier bin.
Gleich das Level ab, Junge. Ja. Oh, da ist er. Teufelskommandant vor Gott. Ja, ich versuche ihn zu wecken. Wreck den bitte. Ja, ich hab einen Crit. Push die Botlane bitte. Ich hab einen Crit, ich hab die Bot. Ja, nice. Alter, wie du gerade in die Mitte kamst, Junge, das war so nice. Ich bin richtig hart in die Mitte gekommen. Mit meinem Jizz, Alter. Streitkräfte der Legion zurückgeschlagen. Wo müssen wir denn? Ach, da hinten. Jetzt müssen wir überall auf der Welt. Hallo, machst du jetzt mal hier? Boah, ich muss niesen. Oh. Oh. Junge, geh mal Banane. Geh mal Banane. Komm mal lang. Du musst jetzt auf der Karte, siehst du jetzt da hinten zum Beispiel. Siehst du das da hinten? Ja, sehe ich. Nee, aber nicht auf der Karte. Ich sehe das. Siehst du da hinten das Gebäude? Gerade gewachsen. Oh, nice. Weißt du? Ja, weil während wir gerade im Wegekreuz hier waren für die Dämonen und haben da gekämpft, da wachsen in der Zeit kam halt dann die. Ja, da kam gerade eine ganze Truppe Asiaten. Die haben das mal eben hochgezogen. Ja, aber da sind die auch unschlagbar drin, ne? Die sind richtig schnell in sowas. Ich bin immer wieder begeistert. Oh, Anonym Junge. Ruft mich gerade an. Geil, geh ran, Alter. Was haben wir denn hier? Hallo, Anonym, wer ist da? Hallo, hier ist nicht Anonym. Junge, wo bist du denn schon Was wieder? Was ist denn das hier für eine Kacke? Was kann ich hier machen? Warum ist das auf der Karte? Ah, hier. Anonym. Anonym. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe kein Ziel. So. Ari geht jetzt ran, mach den fertig, Mann. Mach den, die soll den verhauen. Hier ist ein lustiger Typ. Ah, ne, das bist du. Ari hat gelacht. Oha, das ist ein sehr lustiger Anonymer. Hast du es gehört? Ja, das mach ich doch sonst immer. Das machst du immer so. Das war er auch sonst. Aber ich rufe ja nicht anonym an. Ihr wisst ja immer, wenn ich anrufe, dann könnt ihr euch freuen, ja, dass ich ins das Telefon anrufe. Das steht dann immer mein Ficker. Hilfe! Komm, wir rain den jetzt, Junge. Geil, drauf, Mann. Tank den. Ich mach 50 Schaden, Junge. Du gibst da richtig Gas. Ja, er ist gleich tot. Ich hab ihn gleich. Oh, war das knapp. GG. Guck mal an. Der Dämonenjäger, Level 100, der hat so ein Glück, als wir zwei. Stell dir vor, wir wären nicht da gewesen. Die Elo. Was hätte er gemacht? Alter, ohne die Elo wäre der so aufgeschmissen. Was ist das denn hier für ein Lappengebäude? Die Asiaten haben aber nicht sauber gearbeitet. Ja, der fällt jetzt gerade zusammen, Junge. Wie im echten Leben. Ja, die gute chinesische Baukunst. Und flupp ist es weg. Wobei, genau wie im echten Leben. Alter, die chinesische Baukunst ist eigentlich ganz gut, ey. Da dürfen wir gar nicht drüber meckern. Die haben immerhin die chinesische Mauer gebaut. Die steht immer noch. Wow, ja, was geht ab? Guck mal auf die Karte, ey, das ist ja richtig gestört. Ja, das ist, aber wir haben es schon gleich wieder geschafft, dann müssen wir wieder zur Mitte. Weißt du, wir sind halt nicht so mobil wie die anderen, ne? Muss ja, man dazu sagen. Ja, die sind schneller als wir. Aber das ist unfair. Aber nur ein bisschen. Sollen wir uns bei Blizzard beschweren gehen? Ich schreibe gleich ein Ticket, ja. Ne, brauchen wir nicht, können wir doch Mittwoch dann sagen. Auf der Party. Ja, komm mal. Nimmst du den Livestream-Aufzeichnung mit? Ja. Als Beweis? Also pass auf, Leute, hier, das geht mal gar nicht. Was da passiert ist, unglaublich. Sehen Sie mal, wir zwei haben hier gecarried. Ja, wir haben einfach alles gecarried und dürfen nicht mal fliegen. Das ist unfair. Ganz Brachland. Das ist ein Fehler im System. Ja, genau. Ohne uns wäre das Brachland jetzt weg. Und was hätten sie dann gemacht? Ein Gebiet weniger. Genau so sieht's aus. Ja, die Spieler sind uns zwar nicht dankbar, weil die nicht wissen, dass wir es waren. Genau. Ja, aber wir haben ein ganzes Gebiet gerettet. Die ganzen Quests, die sie neu hätten schreiben müssen. Ja. All die Arbeit für den Arsch. Komm, wir gehen mal wieder Richtung Mitte. Ja, irgendwie. Das hier aber ich würde am Mittwoch direkt erstmal direkt einen Blizzard-Mitarbeiter auf die Fresse. Ja, direkt ankommen. Direkt rein damit. Geht gar nicht. Dann bilden die sich eigentlich ein, ey. Ich steck dir den USB-Stick dann in den Mund. Ja, da das ist ein bisschen sehr erotisch, was du da vorhast. Ja, ne? Ich weiß. Nee, aber. Weißt du, ab wann nennt man denn Fliegen? Ab 70 erst, ne? 60. Warum fliege ich dann noch nicht? Weil du blöd bist, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ich hebe mich nicht ab. Kann ich eigentlich in so eine Leve rein hier oder was? Nee, habe ich auch gerade gedacht. Aber oder ist es für die Horde? Oh, guck mal, da fährt einer. Es ist für die Horde vielleicht vorbehalten oder so. Vielleicht hat die Allianz ja auch irgendwo. Eine Frechheit, wir sind doch Horde. Ja, also, nur weil wir sind zwei. Zur Horde. Ja, wir zwei. Alter. Oh, Junge, schnell, wie viel Durchfall wir gerade vor uns geben müssen. Wir müssen in die Mitte.
Feuer! Es geht los, letzte Phase. Letzte Phase. Jetzt sind die Dämonenfürsten. Jetzt geht's los, Alter. Wo ist denn der in Ratchet? Pass auf, da kommt von oben jetzt gleich der Strahl. Unterwerfer. Junge, Junge. Ach da nee, hier. Oh. Alter, die ist aber groß. Erzmagus! Oh, jetzt ist die Totenkopf. Aber ist ja auch ein Boss. Ja, da aber... soll ja schon episch sein. Es gibt es ist tatsächlich herausfordernd, was wir hier machen. Das ist ja echt nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier uns anstrengen müssen. Ich dachte, der ist jetzt auch so Level 60 oder so. Oh, ich bin tot. Na, muss ein Bug sein. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist wirklich ein Bug. Hä? Ich bin gerade. Was ist das denn für ein Bug? Lol. Ich weiß auch nicht. Ey, jetzt sind wir ein Geist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Weißt du, da habe ich gerade irgendwie 20% Leben abgezogen. Ja. Was sollen die denn jetzt machen? Ohne ja, irgendwie. Nachher sterben die noch alle. Da können wir gar nicht mehr weiterspielen. Ja, guck. Siehst du? Immer noch bei. Ja, siehst du, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Hat nichts gebracht. Ja, alle tot hier. Ja, warte, ich muss mal eben ganz schnell. So. Wie zum Fick soll man hier bitte ausweichen? Oh. Ich sterbe schon wieder. also ich meine, der Bug ist schon wieder da. Hä, was ist denn jetzt los? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir echt nochmal am Mittwoch mit denen reden, also. Ja, es geht gar nicht. Also, dem Marc, dem werde ich was erzählen. Und jetzt hab ich schon wieder. Ich spuck die ganze Zeit, weil ich. Ich nicht. Boah, das war das krasseste Wortspiel. Aber die sind ja eigentlich auch ganz cool. Also, ich mag die eigentlich. Na komm, jetzt. Junge, ich bin drauf, ich bin drauf. Ja? Warte, müssen wir drauf, die Vulkane Junge. Zerstören? Nee. Ich bin schon wieder Junge. Tot! Der Bug, Mann! Ich bin immer noch auf dem. Lol, was war das jetzt? Hä, ich bin einfach gestorben. Ich weiß auch nicht, der Bug ist irgendwie sehr ausartend. Ich verstehe auch nicht so ganz, was das werden soll hier. Verdammt, ich bin auf so Sinn auf Rückkehr zum Friedhof gegangen. Jetzt muss ich 41 Sekunden warten. Ich hoffe, die. Guck. Alter, guck mal, wie ich dir Leben abziehe, obwohl ich tot bin. Ja. Das ist wegen meiner Aura. Die Aura macht Schaden, Alter. Unsere Leichen ziehen sogar noch Leben ab. Sie ist jetzt nämlich. Sie sieht unsere Leichen am Boden und durch den Deprimierungsgrad verliert sie dann halt immer mehr Leben, weil sie das immer trauriger macht. Dass sie uns zwischen dem Bug. Halt einfach dein Maul! Okay. Alter, du redest eine Scheiße, aber es ist schön. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben, als wären wir gerade im echt, hier gerade in echt und würden spielen. Und ich hab sie besiegt. Ja, easy! Und da leben wir wieder. Alter, wie ich die gereckt hab, ne? Wie Son Goku, stellt euch. Ja. Alter, ich hab eine Loot-Truhe, Junge. Ey, direkt epischen Loot, ja? Ich will auch eine Loot-Truhe.